aus Köln. Der Presseclub mit Jörg Schönenborn. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind an diesem Sonntagmittag. Was in den letzten Wochen in Berlin und München, gerade auch in den letzten Tagen, aufgeführt wurde, war für viele Menschen in Deutschland, die sich gern mit Politik beschäftigen und gerne zuschauen, trotzdem eine neue Erfahrung. Klar, Streit gehört in der Politik dazu, dabei wird es auch mal laut und hart. Das kann auch innerhalb von Parteien und Koalitionen passieren. Und ja, oft steht am Ende ein windelweicher Kompromiss, von dem man sich fragt, hätte man das nicht auch früher ohne all den Streit haben können. So weit, so gut. Was diesmal anders war, man hatte den Eindruck, dass die Akteure, der bayerische Innenminister, die Kanzlerin, irgendwie außer Kontrolle geraten sind. Dass sie gar nicht wissen, was sie da anrichten können, dass sie eine Regierung sprengen könnten, die in monatelangem Ringen als eine Art Notkoalition zustande gekommen war, die Union als letzte große Volkspartei gleich mit. Und das in einer Zeit, in der nicht nur Europa taumelt. Mit Blick nach Italien, nach Polen, in die USA, in viele andere Länder ist die Sehnsucht nach Stabilität, nach Sicherheit bei uns besonders groß. Und nun haben wir eine Bundesregierung, eine Kanzlerin, einen Innenminister, von denen sich viele fragen, kann man denen wirklich noch zutrauen, was an Problemen ansteht? Unser Thema heute Mittag: Frust über die Politik, Angst vor der Zukunft. Was ist los mit unserer Demokratie? Und ich freue mich auf diese Gäste. Alexander Kissler ist wieder bei uns. Er leitet beim Magazin Cicero das Ressort Salon. Ich begrüße sehr herzlich Jascha Munk. Buchautor, Publizist, Politikwissenschaftler, lehrt in Harvard, kommt aus Deutschland, ist viel in der Welt und in Europa unterwegs. Herzlich willkommen, Annette Binninger. Sie ist Mitglied der Chefredaktion der Sächsischen Zeitung in Dresden. Und ich begrüße sehr herzlich Susanne Gaschke, freie Journalistin, unter anderem für die Tageszeitung Die Welt. Frau Gaschke, Schlagzeilen der letzten Tage. Tage des Irrsinns, böses Erwachen, Psycho. Das betitelte einen Artikel über Horst Seehofer. Wie haben Sie die letzten Tage empfunden? Ja, schon eben auch so dramatisch. Man muss sich sicher mit diesen Zeilen ein bisschen zurückhalten, weil da trägt man natürlich auch zu einer Dramatisierung bei. Also es ist natürlich, wir sind natürlich immer mit dazwischen, wenn wir darüber reden, dass das es sehr, sehr doll zur Sache geht. Trotzdem waren die vergangenen Tage verheerend aus meiner Sicht. Also wir kommen ja dazu, dass also mit immer größerem Aufwand immer banalere Kompromisse gefunden werden oder immer banalere, ja im Grunde nur Wortregelungen. Es hat sich an der konkreten Situation ja jetzt noch gar nichts geändert. Und ich glaube, dass das die Leute wirklich zermürbt, und das geht sozusagen gegen die gesamte politisch-mediale Klasse dann. Es wird dann zurückgefragt von den Menschen, was erzählt ihr uns eigentlich ständig? Also Riesentheater, Nachtsitzungen, dramatische Telefonate zwischen den Gremienmitgliedern und am Ende sozusagen eine Situation, die sich eigentlich gar nicht groß geändert hat und jede Menge konkrete Probleme im Land, die übrigens mit diesem Aspekt der Flüchtlingsfrage gar nicht viel zu tun haben, aber von denen wir uns dringend wünschen, dass ihr sie mal ansprechen und auch angehen würdet. Mhm. Frau Binninger, Sie sind tagespolitische Journalistin. Wie ist Ihr Blick darauf? Nicht anders. Also ich glaube, wir sind da in der Diagnose ziemlich ähnlich. Also das ist ein verheerendes Bild, was Politik dort abgegeben hat. Horst Seehofer allen voran, der da in einer One-Man-Show nach vorne gegangen ist und im Grunde genommen gezeigt hat, ohne jegliche Rücksicht auch auf Verfassungsorgane, dass man das nicht einfach ohne Grund so beschädigt, wie man jetzt auch eine Kanzlerin beschädigt, auch deutlich macht nach außen, dass noch nicht mal die Union geschlossen ist, geschweige denn eine Koalition mit der SPD in irgendeiner Weise zu funktionieren scheint. Also wir haben indirekt eigentlich das Bild jetzt geschaffen, dass dort gar nichts mehr funktioniert in diesem Land. Und dieser verheerende Blick, den wir dort geschaffen haben auf einen Politikstil, der unmöglich war und ist, und auf eine Art Politik zu machen, die am Ende so einen Kompromiss hat, man klebt andere Etiketten drauf. Im Grunde genommen haben wir fast nichts erreicht. Und ich glaube, dass das die Leute sehr stört. Und ich glaube, dass das nicht nur jetzt in diesen letzten drei Wochen, sondern auch schon viel, viel länger so geht. Da gehen wir auch wieder zurück ins Flüchtlingsjahr. Da gehen wir auch wieder zurück in die letzten Monate dieser Regierungsbildung, die ja ohnehin schon schwer genug war. Und jetzt hatte man dann eine Regierung und dann agiert sie so, wie eine Regierung eigentlich nicht agieren sollte. Herr Munk, Sie sind Politikwissenschaftler, da hat man ein bisschen mehr Abstand als Journalisten. Sie kennen auch die Situation in vielen anderen Ländern. Sind diese Beschreibungen hysterisch oder hat sich wirklich was verändert? Nein, Sie sind überhaupt nicht hysterisch. Ich bin ehrlich gesagt Herrn Seehofer fast ein bisschen dankbar. Weil wenn ich mir anschaue, dass die Zeitungen in den letzten Tagen endlich den Ernst der Lage verstanden haben, dass wir auch hier in dieser Runde endlich den Ernst der Lage verstehen, hat sich für mich in der letzten Woche nicht nur gedreht, dass die CSU sich immer mehr einer populistischen Partei annähert, sondern auch, dass wir ein bisschen besser verstehen, was überhaupt los ist. Wenn man international schaut, sieht man seit vielen Jahren,
dass Rechtspopulisten, zum Teil auch Linkspopulisten, sehr stark anwachsen, dass das auch die etablierten Parteien sehr stark verändert, wie man das gerade bei der CSU sieht, und dass das in Ländern wie Polen und Ungarn schon eine richtige Gefahr für die Demokratie geworden ist. Und da denke ich, ist es für mich das erste Mal in den letzten Wochen, dass ich in Deutschland nicht mehr das Gefühl habe, die Leute sagen, bei uns ist sowas doch sowieso nicht möglich, sondern dass sie sagen, vielleicht sind wir unseren Nachbarländern doch nicht so unähnlich und müssten das hier auch ernst nehmen. Ernst der Lage, haben Sie gesagt. Sie beziehen uns auf die Frage, sind wir auf dem Weg zu einer Entwicklung, die Demokratie gefährdet? Aber Ernst der Lage kann viele Facetten haben. Worin sehen Sie den Ernst der Lage? Frau Binninger hat gesagt, es funktioniere gar nichts mehr. Das bezieht sich auf die aktuelle politische Handlungsfähigkeit. Also wir sammeln verschiedene Dinge, die ernst sind. Was ist Ihr Blick? Naja, ich würde sagen, die Demokratie steht nicht in Gefahr. Das sehe ich nicht so dramatisch. Die Republik ist nicht am Ende. Selbst die Union scheint momentan nicht am Ende. Es ist klar, wir werden zurzeit maßgeblich unter der Federführung von der Frau Bundeskanzlerin schlecht regiert. Nicht nur auf dem Feld, das uns jetzt sehr beschäftigt, die Migrationspolitik, auch Digitalisierung, Bundeswehr, Energiewende, werden wir sehr schlecht regiert. Den schlechten Eindruck der letzten Tage teile ich natürlich. Andererseits möchte ich doch mal auch dafür plädieren, auch auf die Sachargumente zu schauen. Und es gibt einfach fundamental unterschiedliche Weisen, die gegenwärtigen Herausforderungen zu sehen von CDU und CSU. Und da bewegt sich Frau Merkel relativ wenig, da bewegt sich Herr Seehofer wenig. Beide haben gleichermaßen ein schlechtes Bild abgegeben, sodass man nun die Frage stellen sollte, wie können die beiden noch miteinander? Aber auch ohne Frau Merkel, auch ohne Herrn Seehofer funktioniert die Demokratie. Das Thema, um das es geht, warum das solche Wellen auslöst, das sollten wir gleich besprechen. Lassen Sie uns noch einen Moment bei der Diagnose bleiben. Können wir jetzt nicht mehr regiert werden? Haben wir jetzt sozusagen eine Regierung, die nicht mehr funktioniert? Haben wir jetzt Stillstand? Keine Problemlösung mehr, Frau Gaschke, Herr Munk? Natürlich können wir weiter regiert werden. Und ich bin auch immer noch guter Hoffnung, dass irgendwann die traditionellen, die klassischen Parteien ein bisschen stärker zur Besinnung kommen. Insofern haben Sie recht, vielleicht hat das jetzt geholfen. Und aber sehen, dass natürlich langfristig Ihre Vertrauensbasis wirklich erodiert und mit Gründen. Also wir sind immer gerne schnell dabei. Also wenn jemand die Systemparteien, ist ja auch ein unschönes Wort, das wir nicht verwenden wollen. Aber wenn jemand die etablierten, die klassischen Parteien kritisiert, dass wir sehr schnell sagen, unsympathische politische Ecke, wollen wir nichts mit zu tun haben. Es gibt aber doch eine Menge höchst berechtigte Kritik an einer schlimmen Entfremdungstendenz, also zwischen Menschen, die hauptberuflich und hauptsächlich Politik machen, und Menschen, die hauptsächlich irgendwas anderes machen. Und da spricht man nicht mehr die gleiche Sprache. Da fühlt man sich häufig durch die Formelkompromisse und den fürchterlichen Jargon der Parteien doch ein bisschen stark veräppelt als normaler Mensch. Und man hat auch das Gefühl, also das Personal, das ihr euch so aussucht, das ist nicht mehr so richtig repräsentativ. Also das repräsentiert tatsächlich also Läden, Parteien, die sich hauptsächlich selbst rekrutieren. Das ist ein Problem. In einem System mit Verhältniswahlrecht, das gut funktioniert, so wie man das in Deutschland zum Teil in der Nachkriegszeit gesehen hat, gibt es mal eine Regierung, die Mitte links steht. Die regiert dann ein paar Jahre ganz gut. Irgendwann sagen die Leute, na ja, jetzt wollen wir was anderes. Dann wird sie abgelöst von einer Mitte-Rechts-Regierung. Die regiert eine Weile, dann geht es wieder zurück. Das heißt, man kann innerhalb des demokratischen Spektrums von einer Seite der politischen Bühne auf die andere wechseln. Durch das Ansteigen der Populisten ist das mittlerweile immer schwieriger geworden. Denn zwischen AfD und der Linken gibt es ungefähr 25% der Sitze im Bundestag. Und das bedeutet, dass fast jede Koalition über alte ideologische Gräben hinweg regieren muss. Und das macht es den Populisten ganz einfach, zwei ihrer alten Behauptungen wahrzumachen. Nämlich erstens, dass es sowieso keinen wirklichen Unterschied zwischen den bürgerlichen Parteien gäbe. Denn wenn SPD und CDU und so weiter immer miteinander regieren müssen, dann wird das ja irgendwann wirklich wahr. Mhm. Und zum Zweiten, dass die einzige Weise, die Regierung abzuwählen sei, für die Populisten zu stimmen. Denn es stimmt ja, wenn ich zur Bundestagswahl gehe momentan, ob ich für die Grünen stimme oder die FDP oder die CDU, es kommt vielleicht doch demselben Bundeskanzler oder derselben Bundeskanzlerin zugute. Und das ist für mich ein strukturelles Problem, das noch unterschätzt wird. Sie sind in Sachsen journalistisch tätig. Bei den Landtagswahlen dort nächstes Jahr ist es nicht wahrscheinlich, aber durchaus möglich, dass die Linke plus die AfD bei über 50% der Sitze landen werden. Und falls das der Fall ist, ich mache diese Erfahrung jeden Tag. Ja. Und falls das der Fall ist, gibt es eine riesige Frage, wie wir dort überhaupt eine Regierung haben werden. Ich glaube auch, dass die Schockwelle, die nach der Bundestagswahl ausgelöst worden ist, dass die AfD das erste Mal jetzt drin ist im Bundestag, die ist noch nicht durch.
Ich glaube, das sind die Auswirkungen auch dieser Schockwelle, auch gerade im konservativen Lager, weil sie jetzt merken, sie zerstreiten sich, wie sie diese Wählerschaft wieder zurückgewinnen können. Jetzt auch noch unter dem Zeitdruck einer Bayernwahl. Und ich glaube, das ist ja nur zu erklären, der 14. Oktober, das ist ein Wahnsinnsdruck auf Horst Seehofer, auf Markus Söder und auf alle, was sie dort noch irgendwie retten wollen. Aber ich glaube, ansonsten ist diese Schockwelle im konservativen Lager nicht verdaut. Aber ich war jetzt kürzlich auch auf dem Bundesparteitag der Linken. Das ist ebenso dort noch eine Schockwelle. Es verändert komplett unser Parteiensystem, die Koalitionsmöglichkeiten. Wir werden auch sehen, in Bundesländern wird es sehr, sehr schwierig, aus zwei oder drei Parteien eine Regierung hinzubekommen. Das wird Sachsen und Thüringen. Wir haben es in Sachsen-Anhalt ja jetzt schon, dass die sogenannte Große Koalition keine Mehrheit hat, sondern die Grünen dazu braucht. Ja, das heißt aber zunächst mal neutral betrachtet, dass sich die Parteienlandschaft auffächert. Das heißt, die rechte Flanke, die von der CDU offen gelassen worden ist, wird nun vielleicht sogar nachhaltig von der AfD abgedeckt. Und wir haben eine stabile Wählerschaft, die sich für die Linkspartei entscheidet. Jetzt können wir sagen, die einen sind linkspopulistisch, die anderen sind rechtspopulistisch. Das mag schon sein. Aber wir haben, wenn wir die zusammenzählen, vielleicht 10 Millionen bundesweit, die die Linkspartei wählen oder die AfD. Und da können wir nicht deren durchaus auch berechtigte Interessen komplett unter dem Populismusvorwurf stellen. Also ich glaube auch die Koalitionsfähigkeiten, so wie sie sich in den Ländern auch neu aufgetan haben zwischen Linkspartei und SPD, werden sich auch auf Bundesebene mittelfristig ändern. Irgendwann wird auch die AfD koalitionsfähig sein müssen und die Linkspartei auch. Ich fand den Gedanken von Herrn Munk verfolgenswert. Mhm. Ich versuche ihn noch mal ein bisschen zu hinterleuchten mit anderen Beobachtungen. Mhm. Sie sagen ja, je länger und je mehr die Große Koalition regiert, desto mehr wird der Grundgraben zwischen links und rechts immer wieder überbrückt und gibt es keine Unterschiede mehr. Drei Beobachtungen dazu. Der letzte echte Regierungswechsel in der Bundesrepublik war 1998. Da sind das letzte Mal alle regierenden Parteien in die Opposition gegangen und neue in die Regierung. Seither ist immer mindestens eine Partei geblieben. 20 Jahre her. Zweite Beobachtung, diese Partei, die jetzt die Veränderungen auslöst, nennt sich Alternative für Deutschland. Wenn ich Herrn Munk richtig verstehe, ist genau das der Wunsch, dass es zu denen, die lange regiert haben, eine Alternative gibt. Vielleicht nicht diese, aber generell. Und dritte Bemerkung, die Zuspitzung, vor allem in Ostdeutschland, in vielen Demos, ist ja das Skandieren, Merkel muss weg. Das kann man jetzt aggressiv und bösartig gegen eine Person finden. Man kann aber auch sagen, wenn Demokratie Wechsel braucht und wir seit 13 Jahren eine Bundeskanzlerin haben, wäre auch da ein Wechsel mal ganz gut. Also das gebe ich Ihnen noch mal als Beobachtung mit und frage Sie, was nun? Also was folgt daraus? Die Analyse, da nicken Sie alle, aber was passiert jetzt? Naja, wir hören ja von den Hauptverantwortlichen momentan, also sowohl von Herrn Seehofer als auch von Frau Merkel und leicht abgestuft auch von Frau Nahles. Wir haben keine Alternative zu dieser Regierung, wir haben uns jetzt zusammengerauft. Das glaube ich gerne und wir wollten auch keine Neuwahlen, das hielt ich auch für sehr riskant in der jetzigen Lage. Aber warum haben wir denn dann zwei Personen an der Spitze mit Herrn Seehofer und Frau Merkel, die in jedem zweiten Interview sagen, es geht nur um die Sache und es meint eigentlich, es geht nicht ohne uns? Warum ist es nicht möglich, die Regierung fortzusetzen, auch mit einem neuen Personal? Das wäre doch ein unbelasteter Staat, man bräuchte keine Neuwahlen. Ich träume manchmal nachts, wenn ich manchmal einen linderen Traum habe, dann stelle ich mir vor, Herr Seehofer und Frau Merkel gehen gemeinsam vor die Kamera und sagen, aus Verantwortung für unsere Parteienfamilie, für Europa und für Deutschland, geben wir den Weg frei für eine Neubesetzung. Das fände ich einen konstruktiven Umgang. Es ist nur ein Traum, aber das fände ich konstruktiv und innerhalb des demokratischen, republikanischen Spektrums. Das ist natürlich aus dem Amt heraus wahrscheinlich sehr schwer, das so zu sehen. Ja, natürlich. Also insofern, das glaube ich, dann wäre die Kanzlerin auch keine gute Kanzlerin. Es verknüpft total das Ego-Interesse mit dem Allgemeinen. Ja, na ja, aber man muss natürlich als Kanzler auch ein Machtinteresse haben und Dinge durchsetzen können, sonst kann man es gleich ganz lassen. Ich glaube aber auch, dass trotzdem das einen gewissen Charme hat und also irgendetwas muss sich ändern, die Sehnsucht danach, also es möge eine Alternative geben, die nicht die AfD ist. Die ist ja gewaltig. Nicht? Also die Zustimmung also etwa für die Überlegungen von Sarah Wagenknecht für so eine linke Sammlungsbewegung ist ja relativ hoch, mit fast einem Drittel der Leute, die sagen, wie könnten sie sich vorstellen. Eine Macron-artige Bewegung wird von hier aus sehr angeschwärmt, ohne dass, glaube ich, jeder im Einzelnen weiß, also wie gut das funktioniert oder ob das eine Lösung wäre. Weil gerade auch in so einem mittelbürgerlichen Milieu gibt es viel Sehnsucht nach einer anderen Sprache, nach einem anderen Auftreten der Parteien, nach weniger Überheblichkeit,
Zeit nach weniger Saturiertheit. Und das finde ich ein berechtigtes Interesse. Ich habe immer noch die vielleicht ja auch naive Hoffnung, dass sozusagen die Akteure sich dessen gewahr werden und dass also Parteivorstände wirklich Selbstbescheidung üben und neuen Köpfen helfen, sozusagen in den sehr, sehr schwierigen Strukturen nach vorne zu kommen. Es braucht auf jeden Fall neue Köpfe. Aber man hat ja zum Beispiel an Martin Schulz gesehen, wie schnell diese sich auch aufbrauchen können. Also Martin Schulz ist ja nur deshalb an die Spitze einer deutschen Partei gekommen, als praktisch Unbekannter in der Öffentlichkeit, weil er lange im Europäischen Parlament versteckt war. Und dann tauchte er auf und alle haben sich wahnsinnig gefreut, dass es ein neues Gesicht ist. Und er war sehr beliebt und nach 2 Monaten war der Effekt hin. Also ich glaube, neue Personalien sind richtig. Wir brauchen natürlich jüngere Menschen in der Politik und so weiter. Aber es geht auch um die Inhalte. Also was ich zum Beispiel 2016 in den USA sehr stark beobachtet habe bei der Präsidentschaftswahl dort, war, dass es im Endeffekt ein Wettkampf war zwischen einer extremistischen Politik des Wandels und einer moderaten Politik des Status quo. So, jetzt haben die Amerikaner für jemanden gestimmt, den ich persönlich als Extremisten einordnen würde, aber nicht unbedingt, weil alle Amerikaner Extremisten seien, sondern weil sie unbedingt wollten, dass sich etwas verändert. Was bedeutet das für moderate politische Kräfte, dass sie bei ihren Werten bleiben, für ihre Werte kämpfen, aber gleichzeitig zeigen, dass sie echte Reformen durchsetzen können? Also schauen wir mal auf ein Thema wie die Steuerpolitik, wo es vollkommen möglich wäre zu sagen, wir sind für eine offene Wirtschaft, für den Handel, der natürlich für Deutschland sehr wichtig ist und so weiter. Aber wir setzen uns trotzdem rabiat dafür ein, dass es mehr Steuergerechtigkeit gibt, nicht nur indem man irgendwie an den Steuersätzen herumschraubt, sondern indem man dafür sorgt, dass Unternehmen ihr Geld nicht verstecken können, ganz legal zum Teil, dass reiche Menschen ihr Geld nicht verstecken können, Steueroasen und so weiter. Daran ist nichts Extremistisches. Und das könnte man mit viel stärkerer rhetorischer Schärfe und mit viel stärkerem Elan angehen. Und dann würden die Menschen auch sehen, aha, die etablierten Parteien können ja wirklich etwas verändern. Frau Binder. Also ich glaube, dass der Austausch von Köpfen nicht reichen wird und auch irgendwie das falsche Signal ist. Der Wähler entscheidet, wann wer uns führt, dieses Land führt. Und ich glaube, der Wähler hat zunächst mal entschieden. Und ich glaube auch, dass Angela Merkel schrittweise wahrscheinlich früher, als wir das jetzt denken, auch nach diesen Erfahrungen, weil sie ist schwer beschädigt, vielleicht dann doch mal einen Parteivorsitz abgibt und so weiter. Ach, wir werden das erleben. Da bin ich gespannt. Wir werden es erleben. Ja. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass das Problem das nicht löst. Also wir können auch nicht sozusagen, dann kommen die Nächsten und dann kommen die Nächsten. Die Grundfrage ist doch, wie die Sachfragen dieses Landes diskutiert werden. Und da fängt es an. Und entschieden werden. Und ich sag mal, ich würde auch sagen, dieser Streit jetzt mit Seehofer, dieser aktuelle, hat für mich auch einen Aspekt. Klar hätten wir das alle nicht gebraucht. Aber es ist mal öffentlich diskutiert worden, welche Lösungswege es gibt, wer für was steht in diesem Land. Und das hätte man so öffentlich nicht machen sollen, sondern vielleicht erst mal hinter der Tür. Aber wir haben auch erlebt, dass man einen Masterplan diskutieren will, aber die Öffentlichkeit erfährt gar nicht, wie dieser Masterplan ist. Also transparent machen, Lösungswege aufzeigen, auch unterschiedliche Ansätze zeigen und dann bitte nicht vergeigen, so wie in den letzten 3 Wochen, dass man dann auch in irgendeiner Weise zu einer Lösung auch tatsächlich kommen müssen. Das erwarten die Leute. Und ich glaube, sie erwarten auch, und da bleibe ich dabei, dass im Asylstreit, der kann jetzt nicht gedeckelt werden, so nach dem Motto, jetzt ist Ruhe. Das gärt weiter. Und ich sehe immer, dass auch in Ostdeutschland das unglaublich gärt. Und ich wundere mich, mit welcher Ignoranz man im Raumschiff Berlin das nicht wahrnehmen will. Ich halte fest, also wir haben Sorge um die schlichte Funktionsfähigkeit der Demokratie im Sinne von Wechsel. Also wir stellen fest, es wechselt halt nichts. Irgendwie reagieren die Gleichen immer ungefähr weiter. Dann sagt Herr Kissler, ja, dann sollen sie wenigstens die Köpfe austauschen. Da sagt Frau Binniger, Moment, also die Wähler wollen nicht, dass die Parteien die Köpfe austauschen, sondern insgesamt. Aber das wäre ein Anstieg. Und Herr Munk sagt, naja, am Ende kann man es nur lösen über Inhalte. So, jetzt, ohne dass wir hier eine Asyldebatte im Detail führen. Aber ist es Zufall, dass gerade dieses Thema die Regierung fast zum Platzen bringt? Einerseits löst es wahnsinnige Emotionen aus, andererseits geht es konkret um etwas, wovon Olaf Scholz sagt, das betrifft 5 Menschen am Tag oder vielleicht auch ein paar mehr. Also so richtig ist ja nicht zu erkennen, wie gravierend das ist. Also Zufall, dass es gerade jetzt dieses Thema ist? Natürlich nicht, weil das ein Querschnittsthema ist, was nahezu alle anderen Politikfelder, Sozialstaat, innere Sicherheit, Außenpolitik auch beeinflusst, weil man daran sieht, wie geschwächt Frau Kanzlerin ist, die eine europäische Politik haben will, aber abgesehen vom Großherzogtum Liechtenstein, glaube ich, keine bilateralen Verträge mehr zustande bekommt. Und es ist natürlich
wenn man so will, eine Anfrage an den inneren Wertekern der Union. Wenn man so will, ist die CSU das schlechte Gewissen der CDU, indem sie eben in diesem sogenannten Asylstreit Positionen betritt, die in der Vor-Merkel-Zeit Mainstream gewesen wären, in der CDU. Okay, aber in der Sache, also wir reden über irgendwelche Detailparagraphen. Nein, wir reden über Detailrechts, wir reden über juristische Fiktionen, die man jetzt lösen will. Ja, das ist ja das Problem. So, aber worum geht es im Kern? Es geht im Kern darum, wie wollen wir Migration gestalten? Wo ziehen wir Grenzen? Wie sind wir souverän unserer Staatsgrenzen? Und welche Art und Weise halten wir unseren Sozialstaat für überlebensfähig in den Bedingungen einer Migration? Das ist die Frage. Und das sind Kernaufträge an eine konservative Partei. Und die CSU versteht sich im Kern als konservativ. Die CDU weiß man nicht. Die ist eine Machtmaschine. Und genau das trifft jetzt aufeinander. Pragmatische Machtmaschine, CDU, Stimmen herholen, egal wo. Und CSU schauen, dass wir rechts, also im konservativen Bereich, auch noch unser Proprium haben. Das trifft hier wie zwei rasende programmatische Züge aufeinander. Und das wird entgleisen, wenn sich da nichts ändert. Also die vergleichsweise kleinen Dinge der vergangenen Woche sind sozusagen ein Bild für die große Flüchtlingsfrage. Aber die Flüchtlingsfrage selber halte ich auch mehr für eine sehr große Chiffre für alles, was sich verändert in der Welt. Mhm. Dazu gehören 69 Millionen, die weltweit auf der Flucht sind vor Kriegen und Hunger. Dazu gehören aber auch viele Dinge, die sich hier im Land verändern und die Menschen als anstrengend, als undurchschaubar, als schwierig empfinden. Also nehmen Sie die Wohnsituation, also man pendelt jetzt weit zur Arbeit, man bezahlt unbezahlbare Mieten zum Teil, wenn man in Ballungsräumen wohnen will. Man ist sich sehr unsicher, funktioniert eigentlich dieses Bildungswesen noch vernünftig? Also brauchen wir da nicht dringend eine empirische Wende? Also können Kinder am Ende der 4. Klasse lesen und schreiben? Und so weiter. Nicht? Was ist mit dem Verkehrsinfarkt? Also sozusagen, ich stehe entweder im Stau und komme nicht zur Arbeit oder ich fahre mit schlecht gepflegten, privatisierten Zügen, die sozusagen viel zu spät kommen. Das sind alles Sachen, die Leute schon so ein bisschen auf einem hohen Niveau, das muss man immer sagen, in einer eigentlich doch sehr glücklichen und reichen Gesellschaft, aber trotzdem ein wenig verzweifeln lassen. Und all das kann man nun in die Flüchtlingsfrage, die ja auch nicht jeden persönlich betrifft, in bestimmten sozialen Brennpunkten ganz, ganz doll und bestimmt, aber eben auch nicht überall jeden Tag im Alltagsleben. Sehr, sehr viele, sehr, sehr viele. Also ich kenne kein Gespräch, das präsenter ist, ein Alltagsgespräch. Ja gut, aber außerhalb der Blase. Gespräch ist das eine. Ich denke aber zum Teil, dass die Flüchtlingskrise dann auch eigentlich symptomatisch ist für eine größere Umwälzung in der Gesellschaft. Also ich erinnere daran, dass wir vor der Flüchtlingskrise eine riesige Debatte hatten, sicherlich hier auch im Presseclub, in jeder Fernsehsendung, über Herrn Sarrazin und Deutschland schaffe sich ab. 2010. Das bedeutet, ich glaube, die Ängste, die mit Zuwanderung und so weiter einhergehen und mit Integration, liegen eigentlich noch tiefer als die Flüchtlingskrise. Und wenn die Flüchtlingskrise einmal einem Ganzen gelöst ist, werden sie sich auch wieder darauf verlagern. Und ich denke, da vermisse ich in den letzten Jahren eine größere Debatte darüber, was eigentlich die Umgangsregeln und Formen in einer multiethnischen Gesellschaft sein sollen. Ich bin zum Beispiel erstaunt, um zwei Beispiele zu nennen, dass es einen deutschen Beamten gab, der ein leeres Flüchtlingsheim oder eine Wohnung, die für Flüchtlinge eigentlich genutzt werden sollte, angezündet hat und dafür nicht nur keinen einzigen Tag im Gefängnis gesessen ist, sondern auch weiter wiederhin in seine Einstellung gegangen ist. Gleichzeitig ist es auch unakzeptabel, dass zwei Jugendliche eine Synagoge anzünden, antisemitisch motiviert, und dafür auch keinen einzigen Tag im Gefängnis gesessen sind. Also ich denke, um eine multiethnische Gesellschaft zum Funktionieren zu bringen, müssen wir dann auch ganz klar zeigen, dass der Staat fähig ist, die Menschen, die dagegen aus Hass verstoßen, richtig zu bestrafen. Und das sieht man ja auch an einigen der Fälle, die in den letzten Monaten in den Medien gewesen sind, funktioniert nicht immer. Das ist zum Beispiel eine Debatte, wo ich sagen würde, das wäre eigentlich ganz hilfreich, das mal offen gesellschaftlich aufzutragen und nicht nur jetzt über die juristischen Fiktionen an der bayerischen Grenze zu streiten. Mhm. Frau Benninger. Ich glaube, dass wir die Flüchtlingsfrage oder Asylstreit immer weiter am Bein haben und das auch nicht loskriegen werden, hat viel damit zu tun, dass eine gewisse Zukunftsangst einfach da ist. Mhm. Und das merkt man vielleicht auch im Osten noch stärker als im Westen. Es ist so eine Generation jetzt, die zum ersten Mal vielleicht auch die Sorge hat. Immer gesagt wurde, meinem Sohn, meiner Tochter soll es mal besser gehen als mir. Und diese Generation auf einmal vor der Frage steht, wird das auch so sein? Ich will jetzt nicht sagen, dass alles wegbricht. Aber es hat viel mit Verlust, Angst zu tun auch. Statusverlust möglicherweise. Wie geht es überhaupt weiter? Wenn man diese großen Schlagworte von Digitalisierung und Globalisierung und so weiter, das ist doch alles nicht verdaut worden so richtig, was das heißt. Und ich glaube, das ist auch von der Politik nicht richtig übersetzt worden, was das für jeden Einzelnen heißt. Und insofern durchwebt all diese Fragen nach, wie geht es weiter mit meiner Rente, habe ich überhaupt eine für die jungen Menschen? Wie geht es weiter mit meiner Arbeit, wenn die Automatisierung kommt in dieser
dieser brutalen Art und Weise, die wir aber auch brauchen. Das durchwebt dann diese Flüchtlingsfrage und dann wird geguckt, wie handelt der Staat in dieser Frage. So. Und ich glaube, es nicht zu lösen und nicht klare Regeln zu machen. Und ich bin da auch für ein humanitäres und warmes Gesicht von Europa und von Deutschland in dieser Welt, wie es bisher gezeigt wurde. Bedeutet, dass man riskiert, dass Populisten, und ich brauche das Wort nicht gerne, ja, aber dass Populisten weiter im Aufwind sind. Worüber Sie sich einig sind, ist, dass hinter dem aktuellen Asylstreit viele tiefer liegende Sorgen und Probleme liegen, die zum Teil mit Fremden, mit Einwanderern gar nichts zu tun haben. Zum Teil schon, aber zum Teil auch nicht. Jetzt sind wir ja gestartet bei der Frage, wie funktionsfähig ist unsere Demokratie eigentlich? Dass es in unserer Gesellschaft gegensätzliche Positionen darüber gibt, wie hart wir Menschen bestrafen wollen, die gegen Gesetze verstoßen, wie viele Menschen wir reinlassen wollen, wie wir mit ihnen umgehen wollen, ist ja zunächst mal normal. Als Wählerin, als Wähler hatte ich bisher gefühlt eigentlich nur die Möglichkeit, entweder die AfD zu wählen oder alle anderen Parteien, die das anders sehen. Wenn sich CDU und CSU jetzt getrennt hätten, wäre auch die CSU meine Chance einer Alternative. Ja. Unter diesem Gesichtspunkt, solange CDU und CSU sich nicht trennen, solange ich nicht auch anderswo CSU wählen kann, bleibt mir ja im Moment nur die AfD, wenn mir Frau Merkels Politik zu liberal ist. Naja, es gibt ja viele auch noch kleine Parteien, ist ja auch nicht verboten, die zu wählen. Die Frage ist einfach nach dem politischen Angebot. Und das politische Angebot als Speisekarte, das muss Abwechslung haben. Wir können nicht nur immer den strammen Max drauf haben oder Muttis alte kalte Küche. Das geht einfach nicht. Und der Name Alternative bezeichnet genau das Vakuum, dass viele den Eindruck haben, es gibt keine Alternativen. Sie haben jetzt eben von der multiethnischen Gesellschaft gesprochen. Die ist in vielen Bereichen Faktum. Von vielen wird sie allerdings auch als Problem betrachtet. Und sie sagen, also wir haben darüber gar nicht abgestimmt, dass das auf einmal das große Telos unserer Gesellschaft sein, dass wir multiethnisch als großes Ziel verkaufen. Wir haben es faktisch, aber wird es als Ziel verkauft? Die andere Frage mit dem Umgang mit den Flüchtlingen. Sie haben es als Problem benannt, Sie hier nur als Sorgen. Ich finde schon, es ist Probleme, wenn ein normaler Zeitungsleser liest, Wohnungslage immer schwieriger, Lage der Schulen immer maroder in Berlin und nebenher liest man dann die Ausgaben, die zur Integration von Migranten ausgebracht werden. Da sehen viele eine Wertungslücke. Und ich glaube, die Politik muss auch jenseits der Verlockungen am rechten und linken Rand muss bei dieser Bestandsaufnahme anfangen und muss diese Wertungslücke aufgreifen. Frau Binninger, ich frage Sie noch mal. In Sachsen hatte die AfD bei der Bundestagswahl 27%. Nächstes Jahr wird bei Ihnen in Sachsen auch der Landtag gewählt. Herr Kissler sagt, die Speisekarte der politischen Parteien muss Abwechslung haben. Also wie entwickelt sich das, dass ich als Wählerin und Wähler wirklich mehr Alternativen und mehr Abwechslung habe? Schwierig. Also ich sag mal, man muss dazu sagen, es ist nicht nur, dass die AfD 27% hatte, sondern sie lag vor der CDU. Wir waren das einzige Bundesland, in dem die AfD wirklich ein Ergebnis oberhalb der CDU hatte. Und das jetzt vor Wahlen steht. Es ist schwierig zu sagen, wie das ausgeht. Aber ich glaube, das Angebot, wir erleben das jetzt auch, dass natürlich versucht wird, jetzt auch aus der CDU heraus, so weit nach Blau zu schwenken, ja, dass man irgendwie Wähler dort zurückgewinnt. Was ich, glaube ich, für brandgefährlich halte. Und was jetzt mit ein paar sehr plumpen Versuchen aber auch so läuft bei uns. Und wo man merkt, unsere sächsische CDU zum Beispiel, Ministerpräsident, war ein klarer Seehofer-Verfechter jetzt in diesem Streit. Er hat sich sehr weit rausgelehnt bei uns im Interview. Er will auch die Zurückweisung, der Innenminister genauso und so weiter. Jetzt will er auch die Mehrzahl der Bevölkerung umfragen. Also das darf man nicht unterschätzen. Ja. Und deswegen bin ich immer vorsichtig mit diesem Begriff Populisten. Ja. Aber der Begriff Populisten ist sehr wichtig. Also es gibt offenbar einen Wunsch. Und es gibt einen gewissen gewisse Anzahl von Menschen, die eine gewisse Bedürfnis haben, ich bin ganz vorsichtig, dass ich da nicht in die falsche Ecke eingeräumt werde, das zu sagen, dass das mehr zum Zuge kommt. Mhm. Ja? Und das erleben wir rundum in Europa, das erleben wir auch in den USA, dass sozusagen das Nationale oder aber auch das Nationalistische nach vorne rückt. So. Also wenn eine kaputte Uhr zweimal am Tag die richtige Uhrzeit anzeigt, dann tun das die populistischen Parteien vielleicht drei oder viermal. Und zwar eher in der Analyse als in ihren Lösungen. Und man muss auch ganz klar unterscheiden zwischen Wählern, die für Populisten stimmen, und populistischen Politikern. Bei den Wählern kommt das oft tatsächlich aus echten Sorgen und auch echter Wut über Sachen, die schieflaufen. Das ist vollkommen verständlich. Aber das Wort Populismus ist trotzdem wichtig, denn es handelt sich bei diesen Parteien nicht nur um solche, die
in der einen oder anderen Politik eine andere Meinung haben. Dass man sagt, wir sollten als Deutschland keine Flüchtlinge aufnehmen, vielleicht von mir aus auch überhaupt keine, stimme ich persönlich nicht mit überein, aber das ist vollkommen legitim. Was nicht legitim ist, ist die Weise, auf die populistische Parteien die Grundnormen und die Grundregeln der Demokratie in der Praxis untergraben. Das sieht man immer wieder im Bundestag mittlerweile. Zum Teil Leute auch wirklich rassistisch anfeinden, nicht nur indem sie sagen, wir möchten gerne weniger Einwanderer. Und wir sehen vor allem in anderen Ländern, wie gefährlich sich das schnell entwickelt. Also die PiS-Regierung in Polen gab sich eigentlich ganz moderat vor der Wahl und hat jetzt in den letzten Tagen, in der letzten Woche, den obersten Gerichtshof mit den eigenen Loyalisten besetzt, andere geschasst, ist wirklich im Begriff darin, die Demokratie anzugreifen. Wenn man auf Italien schaut, sieht man, dass eine rechtspopulistische Partei, die der Alternative für Deutschland nicht unähnlich ist, es geschafft hat, mit einer eigentlich links gestarteten populistischen Partei, der Cinque Stelle, der Fünf-Sterne-Bewegung, in eine Regierung zu gehen. Wie können sie das? Wie kann es möglich sein, dass diese zwei eigentlich sehr verschiedene Parteien zusammen regieren, weil sie beide Populisten sind? Weil sie beide sagen, wir alleine stehen für das Volk, alle Etablierten sind sowieso nur korrupt und so weiter. Und was wir jetzt brauchen, ist jemand, der wirklich für das Volk spricht und mal alle Probleme in diesem Land und auch alle Institutionen, die unabhängig sind, ein bisschen abschafft und richtig durchgreift. Und das ist das gemeinsame Wesen des Populismus. Und deshalb macht es durchaus Sinn, diese Parteien als Populisten zu bezeichnen. Aber kriegen wir nicht nur die populistische Quittung dafür, dass wir einen, sagen wir mal, freundlichen, sympathischen Konservativismus, ich sage jetzt mal als Linksliberale, auch über Jahre ein bisschen schlecht behandelt haben? Also dass es Positionen gab, von denen ich sagen würde, die sind doch nun aber mal sowas von im Rahmen des Verfassungsbogens, da kann man nichts dagegen haben und trotzdem können sie ein bürgerliches Abendessen sprengen mit der These, es ist doch vielleicht schöner, ich sage jetzt mal nicht besser, nicht wissenschaftlich, aber schöner, wenn die Mutter zu Hause bei den Kindern bleibt und nicht arbeiten geht. Das ist jetzt nicht meine Meinung, ich habe das auch ganz anders gemacht, aber sie ruinieren, den Abend. Und, und es gibt vieles, man muss mal sagen dürfen, was nicht in diese Wir-können-auch-anders-Kiste der AfD fällt, sondern was eigentlich ganz okay ist, was wir aber alle so ein bisschen, also niemand wollte das mehr haben, die Union wollte es auch nicht mehr haben, jetzt rebellieren die Abgeordneten, aber erst, wo sie merken, dass Merkels Macht sozusagen auf der Kippe steht und nicht, was sie schon längst hätten tun können, weil sie sagen, aber wir müssten doch in einigen Positionen, also und so viel ist passiert. Also, aber deshalb hat ein funktionierendes politisches System eine große Bandbreite in den politischen Positionen, aber ein ganz klares gemeinsames Bekenntnis zu den Regeln und Institutionen und Normen unserer Republik. Und mir macht Sorge, dass ich das bei den Populisten immer weniger sehe. Ja, klar. Herr Kissler. Also ich kann jetzt momentan noch nicht erkennen, dass wir organisierte Demokratiefeinde im Bundestag hätten, sei es rechts oder links. Und ich halte unsere Republik auch wirklich für stark genug, um eine erstarkende Opposition von rechts oder von links auszuhalten. Also da sehe ich wirklich nicht das Problem. Ich glaube auch, dass wir als Republik durch unsere Institutionen gefestigter sind, glaube ich zumindest, als vielleicht für diese Entwicklungen in Ungarn und Polen. Und vielleicht noch ein Begriff von Anfang. Denn Sie USA aus? Sind wir gefestigter als die USA oder machen Sie sich über Herrn Trump keine Sorgen? Ich glaube, ich mache mir andere Sorgen, als Sie sich über Herrn Trump machen, aber das wäre ein anderes Thema. Ein Wort noch zu Ihnen. Sie haben ganz am Anfang von der, ich glaube, beschreiben von der Politik. Naja, ich sag mal, das ist schon emotional eine Grundfrage, die hilft uns nicht. Aber die Frage, für wie gefestigt wir unsere Demokratie halten. Ich halte die für sehr gefestigt. Die Leute ist sozusagen sich, die Ausgangsposition, von der aus wir weiter. Ich kann Ihnen nur sagen, als ich hier im Land herumgereist bin, im Herbst 2016 und mit vielen auch führenden Politikern gesprochen habe, sagten alle, nein, bei uns, wir haben aus der Vergangenheit gelernt und wir sind da gefestigt, die AfD wird schon nicht in den Bundestag einziehen. So, kurz darauf ist sie eingezogen. Dann habe ich mit vielen Leuten gesprochen nach dieser Wahl. Und die Menschen haben gesagt, na ja, die werden sich schon zerstreiten. Bis 2021 sind sie wieder aus dem Bundestag raus. Und die anderen Parteien werden sich wirklich von ihnen abschotten. Jetzt sehen wir, wir sehen ein Phänomen der Populistisierung, das ist kein schönes Wort, der CSU und vielleicht anderer Parteien. Das ist genau das, was ich in anderen Ländern auch gesehen habe, wo die Eliten systematisch die Populisten unterschätzt haben. Frau Benninger, wie gefestigt ist unsere Demokratie? Also wenn ich jetzt mal von meiner kleinen Demokratie in Sachsen ausgehe, sage ich mal, wie gefestigt so sind wir? Sachsen jetzt auch nicht. Nein, 4,3 Millionen Einwohner. Ja. Aber in der Tat, wir haben in zwei Legislaturperioden die NPD bei uns im Landtag gehabt.
So, wir waren auch das erste Bundesland, und auf dieses Ranking ist man sicher nicht stolz, was die NPD überhaupt drin hatte. Und wir waren das erste Bundesland, und das muss man auch alles mal sich angucken, wie diese Linien verlaufen, dass die AfD-Hochburgen lange, lange vor einem Flüchtlingsjahr 2015 hatte. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo man sieht, da steckt vieles, vieles mehr dahinter, als nur, dass jetzt dieser konkrete, oberflächliche Streit, der da in einem Kasperletheater in Berlin ausgetragen wird. Ist die AfD ein Problem für unsere Gesellschaft oder Teil der Lösung? Oder Indiz eines Problems? Ja, ich würde sagen, es ist Indiz. Es ist ein Hinweis darauf, dass, dass die alten Parteien, und ich will bewusst dieses Wort Altparteien, lehne ich wirklich strikt ab, wie das die AfD immer sagt, das sind etablierte Volksparteien. Und wir haben da eine Erosion seit Jahren zu beobachten. Und diese Parteien haben jetzt erleben, jetzt, dass ein neuer Player dazugekommen ist. Und ich glaube, da ist gerade im konservativen Lager, was ich anfangs auch sagte, dieser Schock nicht verdaut. Man versucht, sich zu orientieren. Versuche noch mal aus den letzten Äußerungen jetzt zu erläutern, warum mir diese Frage wichtig erscheint. Ganz offensichtlich gibt es in der Bevölkerung ein Interesse daran, dass jemand konservativere Positionen vertritt, als das unsere Regierung im Moment tut. Stark im Feld der Migrationspolitik, aber nicht nur dort. Also da gibt es eine Nachfrage bei Wählerinnen und Wählern. Die bisher im Bundestag vertretenen Parteien haben diese Nachfrage nicht bedient. Das hat offensichtlich der AfD geholfen, in die Parlamente, auch in den Bundestag zu kommen. Nun hat Herr Munk Zweifel, ob die AfD konstruktiv ist oder ob sein Populismusbegriff von zerstört letztlich Regeln der Demokratie es unmöglich macht, dass die AfD irgendwann gut regiert und Probleme mitlöst. Insofern ist ja die Frage, ist die AfD nun Indikator eines Problems, sodass dass andere Parteien verstehen und bessere Angebote machen, oder kann die AfD sich dahin entwickeln, dass sie konstruktiv Politik macht? Darum scheint sich ja einiges zu drehen. Ich glaube, zunächst mal ist sie ein Indikator dafür, dass das Versagen der anderen Parteien offenzulegen in vielen Politikfeldern in den vergangenen Jahren. Das sieht man sehr deutlich. Und ich glaube aber auch, dass, das kann ich auch für Sachsen sagen, dass viele dieser AfD-Wähler, die wollen einfach nur ein Signal geben. Das sind viele Protestwähler darunter. Das sind nicht unbedingt nur welche, die konservativere Positionen wollen, sondern die sagen, ändert euch endlich. Ja, diese montäglichen Rufen, die wir dann bei den montäglichen Demonstrationen in Dresden haben. Merkel muss weg und wir wollen was anderes. So, ich würde niemals mich hinter diese Leute stellen. Aber nehmt das ernst in Berlin, dass dort offenbar ein Unwohlsein ist, auch mit der demokratischen Entwicklung insgesamt, wie Demokratie funktioniert. Ich glaube, dass die Diskrepanz zwischen Regierenden und Regierten momentan so groß ist, wie schon lange nicht mehr. Und diese Entfremdung, die beobachten wir viel früher und seit Jahren in Ostdeutschland viel stärker noch. Weil natürlich auch eine andere Geschichte darauf zugrunde liegt dafür. Und ich glaube, das muss man unbedingt ernst nehmen, dass hier einfach das nicht mehr so ganz funktioniert, dass Parteien nicht mehr so ankommen, dass sie auch nicht mehr so weiterarbeiten sollten wie immer, sondern zuhören, da sein und wirklich ernst nehmen, was Menschen auch sagen. Insofern und mit ihnen reden, ihnen stellen. Lassen Sie mich einen ganz kleinen Cut machen, weil unsere Sendezeit fast aufgebraucht ist und weil ich finde, dass wir eine sehr gute Analyse geschafft haben. Viele, die uns zuschauen, die uns auch vorher im Gästebuch geschrieben haben, sehen nicht Sie, aber uns Medien als Teil des Problems. Und bei dem, was wir diagnostizieren, kann man ja auch fragen, hätten wir Medien, wir Journalisten nicht frühzeitig Alarm schlagen und das Ganze deutlicher machen müssen? Wie sehr ist die Situation auch ein Versagen von uns Journalistinnen und Journalisten? Also ich glaube, da haben wir schon ordentlich zu beigetragen. Das eine ist, glaube ich, tatsächlich dieser Meinungsfilter. Also das Linksliberale möchte gut und anständig und freundlich sein. Und das ist ja auch sehr sympathisch. Aber es grenzt dann eben schon bestimmte Positionen aus. Und zwar nicht nur wirklich krass undemokratische und inakzeptable. Mhm. Und das andere ist, man muss dann vielleicht doch sehr genau hinschauen. Und da müsste man ja selber out of the box denken, wie rekrutieren denn zum Beispiel Parteien ihr Personal? Und womit lassen wir sie durchkommen? Also klar, die Parteien haben die ganz enge, das enge Nadelöhr, wo der Kandidat durch muss. Und sie stellen zum Teil Leute auf, die man eigentlich nicht wählen kann inzwischen, würde ich sagen. Und sozusagen als Einzelbewerber kommen sie dagegen aber nicht an. Aber wo ist die journalistische, kritische Auseinandersetzung tatsächlich schon mit der Personalauswahl, zum Beispiel für den Bundestag? Also da tun wir viel zu wenig. Da rekrutiert. Sie haben gesagt, Politiknachwuchs, die Frage, wird sich der Nachwuchs Journalismus rekrutiert? Meine Frage als Schlussfrage. Ja. Sie sind der Schlussfrage. Genau, also die Frage ist, woher bekommt der Journalismus, der immer mehr zu einem prekären Lebensverhältnis wird, muss man sagen,
seinen Nachwuchs. Und wir wissen einfach, dass wir überproportional dort eben grün-linke Meinungen vertreten haben. Die Grünen haben 12%, unter Journalisten würde ich mal sagen 50-60%. Und man kann auch seine Weltanschauung haben, aber man muss andere, glaube ich, auch zu Wort kommen lassen und nicht eben immer die kleine Nazi-Keule im Gepäck haben, wenn man Texte schreibt. Ich glaube, da tut sich auch vieles, da bricht sich auf, da tut sich auch gerade vor Ort viel mit Lokal- und Regionalzeitungen. Aber ich glaube, man tut der Demokratie keinen Dienst, wenn man Leute, die ihr Unzufriedenheit, wie auch immer, wie auch ungeschickt vielleicht artikulieren, wenn man die gleich in Acht und Band steckt, weil die Politiker, denen sie nachlaufen, ungehobelt sind. Frau Benninger. Ja, wir haben da auch als Zeitung einen Lernprozess durch, also wie wir damit umgehen. So, das ist jetzt wirklich seit 10, 12 Jahren mit radikalen Kräften, mit neuen Kräften und so weiter. Das ist gerade für eine, sag ich mal, junge Demokratie im Osten eine ganz andere Wellenbewegung als hier im Westen, wo man natürlich auf Jahrzehnte Grundlage freiheitlich-demokratische Grundordnung zurückschaut. Das gibt viel stärkere Erosionen dann, weil natürlich auch noch nicht so viel aufgebaut ist, auch in der Elitenbildung noch gar nicht so viel geschaffen werden konnte wie hier. Das Schlusswort hat der Nicht-Journalist. Diagnose, welchen Anteil haben die deutschen Medien am Problem? Ich glaube, keinen so besonders großen. Also wir sollten uns auch daran erinnern, dass in fast jeder Gesprächsrunde doch ein Repräsentant der AfD momentan vorhanden ist. Naja. Selbst zu Zeiten der Flüchtlingskrise waren die Medien und war Frau Merkel gegenüber diesem Flüchtlingsandrang relativ offen, weil das auch zu dem Moment die öffentliche Meinung bis zu einem bestimmten Punkt da war. Weil wir alle nicht wussten, was das genau für Konsequenzen haben würde. Insofern würde ich sagen, nicht zu sehr sich selbst geißeln, aber wir brauchen eine offenere Diskussionskultur im ganzen Land, was die Sachen angeht. Nicht, was unsere Institutionen angeht, nicht, was unsere Republik angeht, aber was die Sachen angeht. Und da ist zum Beispiel ganz klar so, dass ich in England, in den USA einfach eine viel kontroversere Meinungsbildung sehe in den Zeitungen, in den Fernsehanstalten. Und das könnten wir auch hier gut gebrauchen. Ich bedanke mich sehr herzlich. Ich kann diese Sendung nicht in einem Satz zusammenfassen, weil sie sehr viele kluge Analyse gebracht hat, aber sicherlich gilt, wir haben ein Angebotsproblem bei den politischen Parteien. Es gibt Nachfrage, die von den Parteien nicht oder nicht befriedigend gestillt wird. Das scheint Teil des Problems zu sein. Ich bedanke mich sehr, wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag hier in der ARD, das Europamagazin bei Phoenix und WDR 5 Presseclub nachgefragt. Danke, lassen Sie es gut gehen. Und willkommen zurück. Presseclub nachgefragt im Radio bei WDR 5, im Fernsehen bei Phoenix. Jetzt haben Sie das Wort. Wir fangen in Gütersloh an bei Holger Piel. Herr Piel, guten Tag, schönen Sonntag, Sie sind dran. Einen schönen guten Tag nach Köln. Hat die Politik nicht auch gerade schon mit der Agenda 2010 viel Vertrauen bei den Menschen verspielt? Ich denke da an Hartz IV, ich denke an prekäre Beschäftigung, geringfügige Beschäftigung, dass die Menschen dadurch zukunftsunsicher geworden sind, Zukunftsängste haben und auch ja erst ab 450 Euro und einem Cent in die Sozialsysteme einzahlen? Klare, zugespitzte Frage. Von wem hätten Sie gern eine Antwort? Ich gebe die mal in die offene Runde. Gut, dann gucke ich einfach in die Mitte und gucke mal, wer sich die Gelegenheit jetzt... Naja, also die Stimmung hat Hartz IV sicher nicht besser gemacht. Andererseits muss man sagen, dass auch linke Ökonomen und Sozialwissenschaftler immer davon überzeugt waren, zum Beispiel Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe zusammenlegen zu wollen, dass zunächst mal sehr viel mehr Geld ausgegeben worden ist für Hartz IV, als man zuvor für beide Leistungen getrennt ausgegeben hat. Dass sozusagen Gerhard Schröder ja krachend hätte abgewählt werden können und aber nach den Hartz-Reformen tatsächlich noch ein sehr respektables Ergebnis erhielt, für das die SPD heutzutage sehr dankbar wäre. Das heißt, es ist sicher ein Faktor, der nicht zu einer tollen Stimmung beigetragen hat. Vielleicht auch, weil es so von einer neoliberalen, feindseligen Rhetorik begleitet war. Man hätte vielleicht nicht so ostentativ und begeistert noch von Zumutungen reden müssen. Aber insgesamt ist es ja schon auch so gewesen, dass wir sozusagen am Sozialsystem etwas ändern mussten. Und wir haben eine Wirtschaftslage jetzt, die zumindest irgendwie psychologisch verkoppelt ja mit diesen Reformen ist. Darüber haben wir auch noch gar nicht geredet. Es geht ja objektiv dem Land im Moment irrsinnig gut. Also man kann vor einer Menge Sachen Angst haben, aber wir haben Vollbeschäftigung. Und hat es das gegeben in den letzten Jahrzehnten? Nicht? Also, was zur Frage führt, was passieren würde, wenn die Konjunktur abbricht. Aber das wäre eine Sendung für sich. Ich sage erst mal Danke nach Gütersloh. Und ja, weil wir nur einen Ausschnitt einfach diskutieren können. Und wir gehen nach Viersen zu Herbert de Bruin. Grüße Sie, Herr de Bruin. Ja, guten Tag, Herr Schönborn. Ich bin da also sehr froh, dass Sie mal sich selbstkritisch geäußert haben bezüglich der Medien. Und ich bin sehr froh, dass der Herr Kissler ist der einzige
in ihrer Runde, der für mich als Journalist seine Meinung kritisch äußert. Und die Kritik, die sie eben selbst geäußert haben an die Medien, ob die Medien vielleicht schuld sind, dass diese ganze Diskussion so hochgetrieben wurde, möchte ich vielleicht sagen, das, was der Herr Kissler sagt, erlebe ich in vielen Talkshows in ihren Sendungen. Es wäre vielleicht gut, wenn jeder sein Parteibuch dahinlegen würde, dann könnte ich als Zuschauer die Aussage besser bewerten. Es ist ja wirklich so, beim Zuschauer kommt es ja so rüber, als ob die Grünen 45% bei der Bundestagswahl bekommen haben. Und da wäre es vielleicht besser, man würde in Zukunft nicht die Meinung veröffentlichen, die die einzelnen Redakteure haben, sondern vielleicht mal die öffentliche Meinung wiedergeben. So, jetzt zu meiner Frage. Ja, gut. Wieso, okay. wieso ist die Demokratie in Gefahr? Ja. Also vielleicht meine Anmerkung dazu. Ich kenne die Demokratie als Meinungsvielfalt. Und ich habe es gelernt, ich bin ja 66 Jahre alt, dass man die Meinung anderer toleriert. So. Und man kann doch nicht sagen, wenn die AfD sagt, der Himmel ist blau, dann sage ich nur, damit die AfD Unrecht hat, der Himmel ist oliv. So. Also was ich damit sagen will, die AfD hat deswegen 16% bekommen, weil die etablierten Parteien die Probleme nicht lösen. Und das wollen wir Bürger. Die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland möchte, dass Probleme gelöst werden. Vor allem in der Flüchtlingspolitik. Herr de Bruyne, bedanke mich. Eigentlich war das auch keine Frage, sondern zwei klare Doch. Meinungsäußerungen, die aber auch für die Debatte wichtig waren. Würde ich sagen, Nein, die Frage war, Frage war, wieso ist die Demokratie in Gefahr? Okay. Na gut, das kann ich gerne beantworten. Als erstmal würde ich sagen, der Himmel ist oliv, ist doch für einen Sonntagmorgen eigentlich ein sehr schöner poetischer Satz. die Demokratie ist in Gefahr, weil wir in vielen verschiedenen Ländern sehen, wie ganz ähnliche populistische Parteien das System untergraben. Das sehen wir in unseren Nachbarländern, Polen und Ungarn. Da kann man jetzt sagen, na gut, das sind irgendwie neue Demokratien und so weiter. Aber es sind immerhin Länder, von denen die meisten ernsthaften Politikwissenschaftler vor 5 oder 10 Jahren gesagt haben, da ist die Demokratie gefestigt. Wir müssen uns keine Sorge mehr über die Zukunft der Demokratie machen. Und doch sehen wir zum Beispiel in Ungarn mittlerweile das Abrutschen eines EU-Mitgliedstaates in eine quasi Diktatur. Und es ist übrigens eine echte Schande, dass die CDU im Europäischen Parlament immer noch in einer Fraktionsgemeinschaft mit Fidesz, der Partei dieses Möchtegern-Diktators, sitzt. Man sieht das auch in Polen. Und man sieht selbst in Ländern wie den USA, die als extrem gefestigt galten, wie ein Kandidat, der auf populistische Weise antritt, sehr schnell anfängt, die Unabhängigkeit zum Beispiel der Ermittlungsbehörden zu untergraben. Selbst im obersten Gericht riesige Veränderungen macht und so weiter. Das bedeutet, wir können hier auf unser eigenes Land schauen und sagen, wir sind irgendwie speziell. Der deutsche Sonderweg ist mittlerweile nicht so, dass die Deutschen in der Geschichte besonders schlimm gewesen sein sollten, sondern dass die Deutschen in der Geschichte besonders toll seien, weil alles, was wir in den USA und in Italien und in Ungarn und in Polen passiert, kann hier nicht irgendwie nicht passieren könnte. Da bin ich beim ersten wie beim zweiten Sonderweg ein bisschen skeptisch. Okay. Danke, Herr Munk. Ich glaube, Herr de Bruyne, vielleicht teilen Sie das nicht, aber das war eine Antwort und die Begründung, woher die Sorgen kommen. Danke, nach Viersen. Darf ich da ganz kurz noch was zu sagen? Ja, ungern, weil ich so viele Anrufer habe. Ich fand Ihre... Es ist wirklich ein Thema wichtig. Das ist genau die Aussage, die wir Bürger nicht hören wollen, weil es sich da um eine Fantasiewelt geht. Die Realität sieht anders aus. Gut, Sie sprechen für sich, Herr de Bruyne. Danke für Ihre wichtigen Beiträge. Tschüss nach Viersen. Und gehen wir mal in den Norden, nach Kiel, zu Alex Wendt. Herr Wendt, grüße Sie. Ja, wunderschönen Tag an die Runde. Und zwar, meine Frage ist, ist die ganze Diskussion, die zwischen der CSU und der CDU, die sich seit Wochen im Kreise drehte, nicht schlicht die Spiegelung der Gesellschaft, die nämlich in zwei Lager, Pro- und Anti-Merkel, aufgeteilt ist? Und lässt sich die Spaltung überhaupt noch beheben oder passiert das erst, wenn eine neue Kanzlerin oder ein neuer Kanzler da sind? Danke. Okay, ja, danke, Herr Wendt. Nur noch mal, damit wir es richtig verstehen. Also Sie glauben, dass Frau Merkel die Figur ist, die so polarisiert, dass das den ganzen Streit auslöst? Ja, nicht ganz. Also das ist, ich sag mal, das ganze Gemenge, was jetzt eben drumherum ist. Also man kann Frau Merkel dafür nicht allein verantwortlich machen. Ja. Ich sagte ja, die CSU und die CDU. Aber sie steht symbolhaft dafür. Also, und die Spaltung, wie gesagt, lässt die Spaltung sich erst dann aufheben, wenn neue Gesichter da sind. Ja, Frau Binninger.
Ich glaube, also dass es nur eine Spaltung zwischen Pro-Merkel und Anti-Merkel gibt, ich glaube, dass da noch ganz, ganz viele andere mitspielen. Also so einfach sehe ich es nicht. Und man mag zu Frau Merkel stehen, wie man möchte oder welcher Partei auch jeder Einzelne da sich nahe fühlt. Aber die Probleme Deutschlands sind nicht gelöst, wenn sie jetzt einfach weg wäre. Ich glaube, man hat auch gerade in diesen 3 Wochen gemerkt, dass sie ja jetzt noch die einzige Stabilität hier in Europa bei überhaupt beim Suchen einer europäischen Lösung auch ist. Herr Kissler, Sie hatten für den Wechsel, also wir hatten das in der Sendung eben auch. Sie hatten für den Wechsel plädiert. Ich finde, sie steht mittlerweile einer Lösung massiv im Wege, sowohl in Deutschland wie auch in Europa. Und hören Sie sich, ich habe mir den Spaß gegönnt und da auch bei Cicero was zugeschrieben, die letzte Regierungserklärung an von Frau Merkel im Bundestag. Da ist kein Gestaltungswille mehr da. Das ist nur noch Satzbaukasten an Satzbaukasten. Digitalisierung ist wichtig, Globalisierung, menschlich gestalten. Da ist kein Verliebtsein mehr in Projekte, in zukunftsgeprägte Gedanken. Also innerlich hat man den Eindruck, sie hat schon abgedankt, der Machtehrgeiz hält sie noch eine Weile an der Macht und der Mangel an Alternativen auch. Aber ich denke schon, dass sich das so verhakt hat, dass wir das Ende der Ära Merkel schneller erleben werden, als wir es denken. Da bin ich gleichzeitig kritischer und weniger kritisch. Denn wirklicher Gestaltungswille war bei Frau Merkel ja nie das erste Merkmal. Also ich denke, das ist eine Politik, die seit langer Zeit sagt, ich bin sehr in der Mitte der Gesellschaft und habe nicht großprägt dieselbe Anleihe. Ich verspreche unserem Publikum immer, dass wir in dieser letzten Viertelstunde nicht untereinander diskutieren, sondern Sie das Wort haben. Das, die nächste Frage an Ihnen. Es ist ja auch gut, wenn da unterschiedliche Positionen rauskommen. Wir gehen nach Weingarten am Bodensee. Einmal quer durchs, nein, nicht quer, sondern von Nord nach Süd. Gudrun Bayer. Guten Tag, Frau Bayer. Ja, hallo an die Runde. Es geht mir heute darum, dass es immer wieder um die Parteien geht. Wie viele Stimmen haben die Parteien? Wer hat wie viel Macht? Wer trickst den anderen Politiker aus? Und ich möchte es auf eine ganz einfache Formel bringen. Wir haben doch die Politiker gewählt. Die haben 7 Monate gebraucht, bis sie eine Koalition bilden. Und jetzt erwarte ich, dass sie ihre Arbeit machen. Und ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Also die Aufgaben, die unser Land braucht, Bildung, Altenpflege, Wohnungspolitik, auch Asyl, das gehört selbstverständlich dazu, mich empört dieses Desinteresse der Politiker, ihre Arbeit zu machen. Ich verstehe es nicht. Die Anzahl der Abgeordneten ist so hoch, die Parteienfinanzierung geht hoch, das neue Handelsabkommen mit Japan betrifft unsere Wasserrechte. Wir erfahren nichts. 2 Fragen. Zum einen, wieso ist es so? Und zum anderen, wie können denn die Medien die Arbeit der Politiker herausholen, also unterstützen, dass die wirklich ihre Arbeit machen für uns? Sie haben zwei klare Fragen, Frau Bayer. Danke. Ja. Erste Frage, warum ist das so? Naja, ich meine, wenn es sich so dramatisch zuspitzt wie in den vergangenen Wochen, dann nimmt es natürlich in unserer Berichterstattung auch sehr, sehr viel Raum ein. Man müsste natürlich von unserer Seite entdramatisieren und auch da hingucken, wo natürlich Arbeit gemacht wird. Es ist ja nicht so, dass diese Bundesregierung jetzt gar nichts tut. Nur wenn ich, was weiß ich, zur Auswahl habe, das gute Kita-Gesetz, das in der Tat sehr wichtig dafür sein könnte, wie sozusagen unsere Kinder, die da den ganzen Tag betreut werden, wie die gut betreut werden und vernünftig und wie sie Sachen lernen, die sie auch zu Hause zum Teil nicht mitbekommen heute. Oder aber das dramatische Zerwürfnis Seehofer, Merkel und stürzt die Kanzlerin, dann ist natürlich das Augenmerk häufig auf dem etwas spannenderen Thema vordergründig. Wenn ich jetzt mal, ich rede mal über Ihre Zeitungen, für die Sie schreiben, wenn ich die so durchblätter. Können Sie zum Beispiel im Fernsehen in den Bildschirm rücken bei dem Bundespartei, im Bundesparteitag, welche Abgeordneten nicht anwesend sind, die anwesend sein müssten? Okay, lassen Sie rechts eine Spalte runterlaufen. Frau Bayer. Danke, ich war jetzt zu der Frage von Frau Bayer noch, warum ist das so oder ist das wirklich so, dass die ihre Arbeit nicht machen? Ja, das kann man, also ich denke, die meisten Politiker machen ihre Arbeit, ob sie es gut machen, ist vielleicht eine andere Frage, aber auf jeden Fall mit viel Leidenschaft und mit sehr viel Sitzfleisch. Und da ist, glaube ich, so die Vermutung, dass sie das gar nicht tun, ein bisschen zu einfach. Und auch da würde ich den Journalismus ein bisschen in Schutz nehmen. Denn ein Grund, warum sich alle auf Merkel, Seehofer und so weiter stürzen und auf die großen Themen, ist ja, dass mittlerweile gerade in den Online-Medien man ganz genau sieht, welcher Artikel wird angeklickt, welcher Videoclip wird angeklickt. Und der schön recherchierte Artikel über das gute Kita-Gesetz wird eben leider von den deutschen Bürgerinnen und Bürgern nicht angeklickt und nicht gesehen. Und dann reagieren die Medien natürlich auch. Also müssen wir uns alle als Bürger auch ein bisschen
am eigenen Kragen greifen. Ja, das wollte ich gerade wirklich zur Ehrenrettung auch der gedruckten Medien sagen. Also wenn ich durch Ihre Zeitungen und Blätter blättere, dann finde ich selbstverständlich klar. Wasserrechte, Kita, ja. Pflege. Ich finde auch Koalitionskrise, aber also ist nicht so, dass ich da nicht auch andere Dinge lesen könnte. Mhm. Aber gut, Frau Bayer, danke, wichtiger Punkt. Dann ja, gehen wir wieder zurück in den Norden. Peter Jahn in Bremen. Herr Jahn. Ja, schönen guten Tag. Ja, jetzt habe ich direkt kurz meinen Faden verloren. Also mir ging es eigentlich darum, dass ich mich wirklich frage, warum die Journalisten eigentlich im Prinzip hinter einem Herrn Seehofer hinterherlaufen. Anders kann man das ja gar nicht nennen. Sozusagen in der Hoffnung, dass irgendwie ein Knöchlein abfällt, wo sie irgendeinen schnell gemachten Artikel irgendwie loswerden können. Und ich finde, das ist geht das grundsätzlich schon schief. Also ich finde, dass grundsätzlich die Aufgabe des Journalisten nicht ist, den täglichen Gegebenheiten der Politiker hinterherzulaufen, die im Übrigen, das finde ich eben auch noch, was man sehr gut sehen kann bei Söder, also Dorothee Beer auch und egal wie in den Sendungen, eigentlich nur glauben, dass sie Gutes tun für ihre Klientel, dass sie nicht in Wirklichkeit Macht wollen. Und dabei sieht man bei Söder oder auch bei Seehofer sehr deutlich, dass es ihnen nur darum geht. Und so eine Gesellschaft kann nicht funktionieren. Da bin ich also sowas von 100%ig überzeugt. Denn wenn die Leute sich gegenseitig in der Politik also negieren, indem der eine sagt, nee, das, was der will, das mache ich schon mal gar nicht, weil mir ist vollkommen klar, wenn man kein gemeinsames Ziel hat, dann kann man auch nicht ein gemeinsames Europa schaffen und man kann überhaupt nichts schaffen. Das ist für mich so sonnenklar. Und meine Frage ist einfach, warum das nicht viel mehr herausgearbeitet wird, irgendwie, wie die Leute eigentlich im Grunde genommen Demokratie zerstören. Denn das ist ein Werk der Zerstörung. Mhm. Gut, ist Ihre Wahrnehmung? Ja, aber meine Frage ist, wieso Sie diese Wahrnehmung nicht so teilen? Die Freie hat man ja. Ja, gut, die Frage ist natürlich, Herr Jahn, welche Blätter und Zeitschriften lesen Sie, welche lesen wir? Es hat natürlich jeder seinen eigenen Ausschnitt von Medienkonsum. Ja, aber wenn Sie sich die Leute mal angucken, die da alle schreiben, also ja. Wenn Robert Habeck, dieser grünversüffte, hast du nicht gesehen, erstmal weg wäre, dann wäre, das sind doch Leute, Herr Jahn, darf ich Sie unterbrechen, Herr Jahn? Herr Jahn, ich finde, da wo es beleidigend wird, sollten wir einen Punkt machen. Nicht? Also das, nein, das ist, wurde ja gesagt über. War Zitat, das sind, okay. Sachen, ganz gut. Die finden Sie im Internet und da finde ich auch, da macht man einen Punkt und tritt nicht sozusagen dem noch wohlwollend entgegen. Kurz dazu, Herr Munk. Ja, also ich weiß nicht. Zwei Sätze, dann ist die Sendung zu Ende, wirklich. Ja, also ich denke, die Medien bilden oft das ab, was die Politik ihnen vorliefert und was das Volk von ihnen will. Und da müssen wir uns ein bisschen selber mit Verantwortung tragen. Wenn in den USA Herr Trump die ganze Zeit gezeigt wird, ist es, weil er extreme Sachen sagt und die Wähler für ihn stimmen. Das ist nicht die Schuld der Medien. Bedanke mich. Diskussion wird fortgesetzt, verspreche ich. Schönen Sonntag aus Köln und danke an diese tolle Runde. Das war's.